Hallo, 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 hier ist wieder Schucki bei Loki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Christian und Sascha heute hier am Start am 14. September und am 14. September haben wir ein Geburtstagskind aus Schweden, aus Norwegen, bescheuert, ehrlich, der ist aus Norwegen, genau, aus Norwegen, Morten Harket. Der Sänger von Aha. Aha, ja, genau. Aha, ja. Aha. Aha, genau. Take on me. Take on me. Mm. 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 The sun always shines on TV. Food of the mountain. Den ganzen Käse, ja. Mhm. Ich war mal... Sun always shines on TV. Mm. Entschuldigung, ja. Ja. Ich war mal im Rahmen meines Sportvlogs, Sportvlog, glaube ich, Nummer 2 oder irgendwas, war ich mal in einem Ort, der hieß Aha. Mhm. Und da bin ich dann rumgelaufen und habe gefragt, warum... Wo wohnen denn hier die Harket? Ja, nee, also ich habe ja... Ich denke ja, dass Morten Harket den Ort irgendwann mal gegründet hat. Deswegen heißt er Aha. Das ist in der Nähe von Gunsenhausen. Gunsenhausen? Gunsenhausen am Altmühltal. Berühmte Aha und Gunsenhausen. Altmühlsee oder irgendwas. Okay, okay. Ja. Aha. Alles Gute, Morten. Also kann man das Video kann man übrigens nicht angucken. Hier, Sportvlog Nummer 2 oder so, glaube ich. 14. September 1878, der erste deutsche Fußballverein wird gegründet. In Hannover. Der erste deutsche überhaupt? In Hannover? Ja. Hammer! Wird wahrscheinlich dann irgendwann Hannover 96 draus entstanden sein. Wie bitte? Ja. Kann eigentlich nicht sein. Also ich glaube, das Rechercheteam stellt das jetzt mal in Frage. Ja? Nein. Der erste deutsche Fußballverein wird in Hannover gegründet. Aber das war nicht Hannover 96. Das war ein anderer. 1860 München. Wobei, das sind ja, das war ja ursprünglich ein Turnverein. Siehst du? Ja, siehste? Da kann es schon sein. Stimmt. Ja. Das müsst ihr nochmal genauer recherchieren. Ja. Mit eurer Hilfe hier. Bitte in die Kommentare hier unten. Die TSV 1860 München ist ja von der Jahreszahl her älter. Das hast ja auch du schon verstanden. Aber es waren ja erstmal die Turner. Und die haben dann später angefangen, Fußball zu spielen. Also reiner Fußballverein. Der Fußballverein wurde in Hannover gegründet, 1878. Ja. Woraus später dann wahrscheinlich durch Zusammenschlüsse und so weiter... Hannover 96. Ach Käse, Hannover 96 ist was ganz anderes. Hannover 96 ist ganz was anderes. Okay. Ja. Ja, also, aber wenn es in Hannover, also mittlerweile gibt es ja 17.000 Fußballvereine. Mhm. 17.000! 1000. Und das ist seit 1878. Mhm. Dann ging es los. Ja. Da haben sie gedacht, haben wir Fußball entdeckt hier in Deutschland? Ja. Und zack! Viele Jahre später sind wir schon Weltmeister. Richtig. Ja. Am 14. September haben wir wieder ein Fakt des Tages. Ja. Fakt des Tages, pass auf. Pandas in Zoos täuschen Schwangerschaften vor, um Essen zu bekommen. Die tun so, als wenn sie schwanger wären. Ja, das laufen dann nur so... Mit so einem Blähbauch so rum, ne? Und dann zeigen sie immer so drauf, so. Ja. Oh. Hier, so machen, so ja. machen die. Nee, ja, genau. Und dann machen sie immer so, so. Oh, oh. So machen sie dann so, ne? Ziehen das Fell sich so lang. Du mit deinem weiß, so. Mit deinem schwarz-weißen Oberteil siehst du ja auch so ein bisschen aus wie ein schwangerer Panda-Bär. Und dann halten sie so einen Rücken und so. Und, oh. Oh. Ja? Und dann kriegen sie halt Essen. Und machen. Und machen. Und dann, ja. Ja. Genau. Genau. Und dann, wenn sie das Essen gekriegt haben, dann machen sie. Und die Tierwärter sagen, Der schon wieder. Das hat er letzte Woche erst mal. Tierwärter sind ja auch nicht doof, ne? Ja. Das raffen die. Die kann ja nicht jeden. Vor allem die Panda-Wärter. Panda-Wärter sind auch viel. Wobei der Panda. Der gemeine Panda-Wärter. Ja. Wobei der Panda ja, wenn er wirft, wirft er ja nicht richtig. Sondern? Es kommt ja immer nur so ein ganz kleines Pümmelchen daraus. Also, erkennst du es nicht, wenn du ein Panda da irgendwie da so... Hör mal auf jetzt! So ein ganz kleines Mini-Bärchen kommt Panda, da ja raus. Das heißt also, wenn der schwanger wird, dann kann der ja gar nicht so dick werden. Ja, weil es nur so ein kleines... Dann ist er voll schlank, der Panda. Mhm. Ja. Und sagt nur... Okay. Ja, genau. Das machen die Pandas ja. In Zoos, in Gefangenschaft. Täuschen die Schwangerschaften vor. Ja. Gibt es ja auch in der Menschenwelt, ja. Aber die wollen halt Pinke-Pinke. Ja. Täuschen dann auch Schwangerschaften ja. vor. Und dann? Oder die wollen für immer mit dir zusammenbleiben. Oh. Ja, sagen sie so, du, ich bin schwanger. Kann doch gar nicht sein! Aber ich bin aber schwanger, ich liebe dich. Ja, aber es kann auch nicht sein!
Hört sich an, als ob dir das schon mal passiert wäre. Nein. Ja. 14. September morgen. Ja. Sehen wir uns wieder am 15. September. Genau. Macht's gut. Und ich muss weg. Cheerio, Miss Sophie.